Das hatte ich vorhin auch, da habe ich dann aber dem einen wenigstens noch aus, glaube ich, 10 Metern mit der Springfield nur einen Headshot Cool. gegeben. Aber bei seinem Partner habe ich dann mit dem Revolver daneben geschossen. Weil die kam dann auch von links und rechts auf mich zu. Das ist irgendwie ein neuer Motor, hm? Ah ja, richtig. Das ist eine gute Taktik. Aber was hast du früher nicht so gehabt? Früher kamen so wie die Blödsinnigen alle zwei um die Ecke gerannt. Ja, von derselben Seite dann auch. So ein Fettsack, also. Am Hinweis. Ah, nee, warte. Könnte Glück haben. Ey, kaum wird man... Oh nein! Kriegt man wieder so scheiß... Tägliche... Nee, die tägliche geht. Eine schlechte Trüffel. Aber die wöchentliche erschießt sich 25 Fleischköpfe. Da hast du schon mal zwei da vorne. Ich wollte den einen. Soll ich das Dynamit hinwerfen und den killen? Ja, können wir machen. Ich habe eh die Rahmen aufgescheucht. Ey, das sind zwei. Ja, ich weiß. Einer ist auf jeden Fall tot. Der andere auch. Cool, den hat es noch durchs Fass zerrissen. Sehr schön. Na, oh, jetzt habe ich dir noch einen Pfeil reingejagt. Echt? Oder? Nun. Nö. Ja, wir müssen zu Range. Scheiß Hundezwinger. Ohne. Aha. Ja, Sparks. Weißt du, wie er es erkennt? Also ich hätte es jetzt nicht erkannt. Jetzt die Frage, ist da nur ein Hinweis? Oh, es brummt. Steppt einer. Ich hab'n. Oh, das war letzt. Ich hab gerade Sicht gemacht, Alter. Oh, der hat da eine Falle hin platziert. Wo? Da? Da. Ja. Wow, und eine Bornheim. Ich bediene mich mal. Die Bornheim kannst du nehmen, wenn du möchtest. War der alleine? Scheint so. Gut, da waren welche. Stimmen. Ja. Dahin. Die sind da runtergegangen. Oh, hier ist ein Remolator. Ich habe sie gerade noch gesehen. Ja, deswegen bin ich da drüber geklettert. Weil rechts ist auch direkt einer. Ist das ein Hund? Ja, am liebsten schaue ich einen Streamer, der auch Hand spielt. Der ist schon Prestige, glaube ich, Pan 60 jetzt. Aha. Der wohnt in Serbien. Ist halt auf Englisch alles. Aha. Und mit dem auch schon ein paar Mal Quickplays gemacht, wo ich dann gegen den gespielt habe. Und die anderen aus der Community. Das war schon ganz geil. Aha, cool. Er macht dann zum Beispiel auch manchmal Challenge nur mit dem Messer reingehen. Und dann kommt er auch bis jetzt 2 von 3 Mal hat es geklappt.
Scheiße, hier ist die Metalltür. Oh, da ist das kleine Fenster, das kleine Loch in der Wand. Einer ist gestorben. Ja. Los, der schnell hat rein. Eine Schrotflinte. So. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, das kommt davon, wenn man den Boss laut macht. Vielleicht war das gerade der Streamer. Ja, das kann sein. Ah, der andere, der brutzelt da. Ja. Ja, ist hoffnungslos verloren. Das kann sein, dass das die zwei Orgelpfeifen waren. Genauso stelle ich es mir vor. Also von deiner Beschreibung her. Mhm. Schön, jetzt haben wir mal andere für uns den Boss malen lassen. Ja, so muss es sein. Oh, doppelt nice. 100 Dollar. Ja, nice. Hey, hallo. Für ganze 50. Ja, hier ist eine Versuchung. Schade, dass du nicht siehst, wen du umgebracht hast, Alter. Das ist, finde ich, so beschissen bei Hand. Jetzt ist es wie bei normalen Battle Royale, dass dann immer angezeigt wird, wie viele Spieler noch, oder? Nee, das nicht. Nee. Das will ich nicht. Wer wen gekillt hat. Ja, zum Schluss eine Zusammenfassung, weißt du? Mhm. Manchmal tötet dich ja einer, du hebst mich auf, also mich tötet einer, du hebst mich auf, mich tötet der andere, und du siehst aber trotzdem nur einen. Mhm. Ich hätte zum Beispiel da gern mal gewusst, wer war das, mit welcher Waffe. Halt nur immer, wenn du gekillt wirst, siehst du es ja, wer es war. Kannst dann sogar aufs Steam-Profil klicken und so. Ja, aber da habe ich meistens nicht so die Zeit und den Nerv. Zum Schluss, eine Zusammenfassung, top. Ja. Wer dich tötet, mit was für einer Waffe, welche Prestigestufe hatte er oder in welchen Rang. Hm. Sowas, eine Statistik, fertig. Oh, da kommt was. Da kommt was geflogen. Oh, einer ist reingesprungen. Ich habe mal das Fass geschossen. Hab ihn. Oh, gut. Der andere ist hier bei mir. Hab ihn. Oh. Mann, ich bin aber fast verreckt, ey. Das war so knapp. Da wird auch nichts übrig gelassen. Ja, wenn die beide da reinkommen und ich hier wache halt. Ja. Oh, hat's was genutzt, dass ich's fast zerschossen hab? Doch, ich glaube, das hat den ein bisschen angehittet, den anderen. Schade. Oh, ach, du warst das. Ja. Oh, hier hinten steppen welche. Schon drinne? Nee. Hast du hier? Ey, hier hinten steht doch eine Falle. Ach so? Zum Glück sind wir nicht in die reingesprungen. Ja. Soll ich mich mal hinten rausschleichen? Nee, komm, wir bleiben lieber hier drin. Lassen wir die kommen.
Ah, hier hinten ist auch ein Medikit. Mhm. Sehr gut. Ja, jetzt sind die Steps aber weiter hier vorne. Matze. Was heißt das? Ja, hier vorne bei dem Eingang. Ach so, bei mir. Ich meinst, sie kommen jetzt auf meiner Seite? Ja. Okay. Also ich habe die gerade mehr aus der Richtung gehört. Aber für mich klingt es immer noch wie nach da hinten. Okay. Aber vielleicht schickt ja, es schickt sich einer an, den hinteren Eingang zu erkunden. Mann, was sind denn das für Feiglinge? Ja, wir sind so bloß drin. Du Witzbold. Ja, aber sonst sind die meistens ein bisschen mutiger. Die lassen sich ja nicht mehr Zeit, blicken. Ich kriege irgendwie das 100-Yard-Stern. Ich kann jetzt nicht mehr den Türspalt von der Tür, vom Türrahmen unterscheiden. Oh, kennst du das, wenn du zu lange auch mal hinguckst? Ja. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt ein Türspalt ist oder der komplette Türrahmen. Kannst du weggucken und dann wieder hin. Ja, ich glaube, es ist schon... Spielchen mit ihrer Bärenfalle. Ich hätte mich ja zu gerne angeschlichen. Ich glaube, draußen sind noch keine anderen Jäger mehr. Zwei Drittel aller Jäger. Einen habe ich. Ja, schön. Ich sitze ja in meiner Scheißecke, gucke auf die Türspalte und kann mir da keinen killen. Hast du noch was zum Feuer machen? Eine Lampe. Ja, dann werf die mal dahin. Ich habe hier... Ja. Um mich dabei abknallen lassen. Wohin? Da. In den Dings rein. Ja, aber nicht so weit weg.
den gleich aufheben will. Ich höre jetzt raus. Ich warte jetzt auf seinen Kollegen, der jetzt seinem Freund zu Hilfe eilt. Entweder habe ich Spaß. Der wurde wieder aufgehoben. Ach so? Da hat sich gerade irgendjemand geheilt. Entweder kriege ich jetzt auch was ab vom Spaß oder ich verrecke. Aber jedes Mal da unten in dieser Ecke zu sitzen. Und sind die links von dir? Der eine ist jetzt links von mir. Das okay. ist da. Der wirft jetzt was rein. Wow, hat Feuer reingeworfen. Mach mal ein bisschen Lärm, schieß mal ein bisschen. Damit hier die Treppen runter kann. Micha. Eigentlich doch. Was? Ich hab doch gerade geschossen. Ich habe nichts gehört. Ich habe ein paar Mal geschossen. Ehrlich? Hast du es auch nicht gehört? Ach so, jetzt? Er guckt wieder. Meine Schüsse haben ihn angelockt. Einer ist da auf jeden Fall. Hast du ihn geblendet? Sehr schön. Der andere ist aber auch direkt da. Oh. Oh, der hat mich umgenietet, Alter. Was jetzt gleich? Ey, fuck. Was ist denn das für ein Scheiß? Achtung, er schmeißt was. Hat mich nicht getroffen. Er wird seinen kacke Kumpel wieder aufheben wollen. Ja. War das einer mit Hut und rotem Shirt? Ja. Ja, der ist jetzt zum zweiten Mal verreckt. Rennt raus. Gib mich auf, schnell. Ich muss erstmal die Tür aufmachen, das kriegen sie mit. Na und? Das hören wir doch, wenn er wieder runterkommt. Ja, aber der eine rennt. Der eine ist bestimmt noch hier. Ach so, meinst du, hat den aufgehoben, aber ich habe nicht gehört? Ja. Scheiße! Was? Ich hab doch abgedrückt. Mist. Ach, so ein Dreck. Gerade der, Alter. Der war jetzt, glaube ich, wenn wir Glück gehabt hätten, für immer tot. Ja. Shit. Ah, und die Hinweise haben wir auch nicht genommen. Meinst du Plakette? Schade, dass ich den da hinten nicht noch gekillt habe. Ja. Oh, 6 Jäger, ich davon einen. Wenigstens. Sechs Stück, du liebe Teil.
kam mir gar nicht so viel vor. Naja, den einen haben wir ja zum Beispiel zweimal getötet. Stimmt, ja.